Keith! Was wurde aus der Seenudel? Hallo und herzlich willkommen bei Hooked Live. Wir schauen heute, und wir sind in dem Fall mal nur ich und ihr natürlich, das Capcom E3 2021 Showcase, bei dem wir ehrlich gesagt, wenn wir ehrlich sind, sollten wir alle den Ball flach halten, aber Dragon's Dogma 2 When, Phoenix Wright, beziehungsweise Ace Attorney 7 When oder Star Gladiator 3 oder Rival Schools 3, beziehungsweise eigentlich wäre es sogar schon Rival Schools 4, seien wir ehrlich. Knights Contract 2, ich glaube, damit hatte Capcom nichts zu tun. Oder war Knights Contract? Nee, das war Bandai Namco. I wish, Miguel, I wish. Hallo und herzlich willkommen, Chat. Freut mich, dass ihr dabei seid, auch zu so später Stunde und zu einem Event, bei dem potenziell nicht viel passiert. Denn wenn ich mir anschaue, was Capcom dazu angekündigt hat, dann sind das vor allem Updates, die uns hier erwarten. Updates zu Monster Hunter Rise, zu Resident Evil Village, zu potenziell Street Fighter, zu halt den aktuellen Spielen, die sie haben, aber zum Beispiel auch zu The Great Ace Attorney, das ja vor nicht allzu langer Zeit angekündigt wurde für aktuelle Konsolen und auf das ich mich wahnsinnig freue. Immer noch sehr bedauere, dass es keine, oder scheinbar keine deutschen Texte haben wird, sondern nur englische, was sehr schade ist. Ich denke mal, wenn es die gehabt hätte, hätten sie sie schon angekündigt oder es wird wieder so eine Sache, dass die nachgepatcht werden. Keine Ahnung. Aber allein schon für Great Ace Attorney, lieber Chat, lohnt es sich doch einzuschalten, oder nicht? Allein schon mehr von Great Ace Attorney zu sehen. Weil auch mit der japanischen Version habe ich mich bisher nicht viel beschäftigt. Also ich bin da voll bereit, mehr von zu sehen. Vielleicht sehen wir sogar noch mal Shu Takumi, dann hat sich's gleich doppelt gelohnt. Und vielleicht hat der auch noch direkt ein neues Dino Crisis im Gepäck, dann hat sich's dreifach gelohnt. Es ist übrigens normal, hier, was wir hier übrigens schon vor uns haben, ist tatsächlich der Stream, seht ihr? Hier, wir sind live. Capcom haben einfach ein Standbild als Pre-Stream, ohne Ton. Es kann also sein, dass uns gleich das Trommelfell weggeblasen wird, wenn in 2 Minuten dieser Stream losgeht. Ich hoffe mal nicht. Ihr erwähnt gerade bereits das Chaos, lieber Chat. Zu Recht, ich habe vorhin auf Twitter schon geschrieben, eigentlich war mein Plan ein anderer, nämlich nicht nur das hier mit euch zu streamen heute Abend, sondern auch die Demo zu Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Aber die habe ich heute Morgen runtergeladen, habe sie angemacht und dann steht halt immer noch da, was ich gestern schon gelesen habe. Diese ganzen Chaos-Jokes. Dass Data corrupted ist und ich doch bitte das Ding neu runterladen soll. Das habe ich dann auch einmal gemacht. Also ich habe es auch einmal neu runtergeladen und es scheint genau der gleiche Fehler da. Und es gibt ja von Square Enix auch einen Post auf Twitter, wo sie geschrieben haben, ja, wir wissen Bescheid, wir arbeiten dran. Und dieser Post ist jetzt schon fast wieder 24 Stunden alt und dieses Ding ist immer noch im Store. Also zumindest als ich vorhin geguckt habe, konnte man sich immer noch diese kaputte Demo herunterladen. Dieses alles um Stranger of Paradise herum ist hervorragend. Es könnte wirklich, also, und dann ist auch noch Chaos die Tagline, es könnte nicht besser passen. Es ist hart peinlich, aber es ist hervorragend. Genau, heute bin ich allein, Game Boy One. Robin ist in der Heimat und genießt ein bisschen Freizeit, denn eigentlich ist das ein Urlaub, den er da macht. Er ist halt trotzdem für ein paar der Events da und er ist auch morgen da für die Nintendo Direct, denn das können wir direkt mal sagen. Morgen um 18 Uhr sind wir noch einmal live und schauen mit euch zusammen die Nintendo Direct und da ist auch der Mats dabei und sollte es spannend sein, schauen wir danach auch noch ein bisschen ins Treehouse rein, in Nintendo Treehouse. Kommt ein bisschen drauf an, was da gezeigt wird, aber das lassen wir sicherlich ein bisschen laufen. Mats hat da bereits seine Bereitschaft erklärt und das wird schön. Wird morgen Mats auf Robins Vater treffen? Das ist eine gute Frage, Maxuskelett. Das ist eine gute Frage. Das liegt komplett an Robin und Robins Dad. Ich fände es hervorragend. So, es ist jetzt tatsächlich 23.30 Uhr, Capcom. There we go. So, Chat, ihr müsst mir einfach sagen, wie das mit dem Ton ist. Ich kann das hier bei mir anpassen. Ich glaube, Capcom hatten halt noch nichts bei der Xbox Showcase oder beim Summer Game Fest, deswegen
Vielleicht haben sie doch was Großes, aber ich würde jetzt einfach nicht damit rechnen. Welcome to the Capcom E3 Showcase. I'm your host Rachel Quirico. So, könnt ihr sie gut verstehen, könnt ihr mich gut verstehen. As we walk through the latest releases, news and updates from Capcom. We'll hear from the Resident Evil Village team, share some news from the world of Monster Hunter and get the latest on Ace Attorney. Then we'll wrap up okay, with some ist super, updates from our friends at Capcom Fighters. So what are we waiting for? Let's get started. Also ich glaube, das, was sie gesagt hat, ist halt wirklich alles, was wir bekommen. The Resident Evil franchise continues to pioneer the latest and greatest in survival horror. The team has been blown away by the response to Resident Evil Village, which launched last month. Ach, sag doch nicht so Sachen wie Asuras Wrath. Da krieg ich Herzflattern. Its 25th anniversary this year. I'm honored to be able to introduce Tsuyoshi Kanda, producer on Resident Evil Village, with a special message for the fans. Die DLCs zu 7 waren richtig cool und kreativ, deswegen hoffe ich auf Ähnliches. Oh. Where's Rose? Potenzielle Spoiler. She's everything to me. Die Puppen waren so creepy. Oh ja, hier potenzielle Village-Spoiler-Chat. Das sind gerade Szenen von auch dem Ende. Hi, stand da gerade nur kurz das Age? Tsuyoshi Kanda, producer on Resident Evil Village. I wanted to take this opportunity to thank everyone who's prayed since we launched the game in May. We hope you're enjoying this new chapter in survival horror. As a reminder, everyone who purchases Resident Evil Village will gain free access to our online multiplayer title, Resident Evil RE:Verse, where players go head-to-head with their favorite Resident Evil heroes and bioweapons. I'm now sieht immer noch weird aus. That Resident Evil RE:Verse will go live next month across all supported platforms. So head into the fray to celebrate the Resident Evil 25th anniversary. What? Das ist die Message? By popular demand? Thank you, Kanda-san, for that wonderful update. Hä? Next up, some long-awaited news from the world als of Monster nicht wusste, Hunter. Dass whether it's adventuring alongside DLC monsters or battling ist. Them with friends, we've got something for you. First, let's dive into the brand new story-based RPG entry popular to the demand. Monster Hunter oh, huge, Story das ist ein guter 2, Punkt. Wings of Ruin. Es wird garantiert Lady Dimitrescu DLC. Es wird garantiert Dimitrescu DLC. Das ist ein guter Punkt. Das meinen sie mit Popular Demand. Wie weird ist das? Ich dachte, wir kriegen einfach eine DLC-Ankündigung. Ach Mensch. Red may have been strong and skilled, but against the awesome power of nature, he was merely a man. So, hier haben wir jetzt schon sehr viel von gesehen. Ich glaube, ich will das einfach spielen. But I heard that Guardian Ratha had survived and returned to Hekolo Island. I went there to see the old monster again. Wenn sie auch so von Red reden oder so. Es gibt ja auch einen Rathalos im ersten Teil. Ist das wirklich eine direkte Verbindung? Habe ich mich noch gar nicht informiert. Wisst ihr das? You were given Red's kinship stone and now a Rathalos egg. This is destiny. Ja, das sieht wirklich schön aus, das Spiel. This is the legendary monster, Razewing Ratha, the monster with the wings of ruin. Said that a beat of its wings can bring about waves. Ach, hat auch die Narbe, ja. Many people believe. Ja, okay, cool. Muss ich den ersten vielleicht doch zu Ende spielen? Weil den habe ich angespielt und der macht echt Spaß. Über einen Android-Emulator. Gegen das Viech habe ich auch schon gekämpft. Das war so ein wiederkehrendes Monster. Also im ersten meine ich. Monsters help riders of their own will.
And the bonds between monsters and riders are just like your bond with Tsukino. Bin übrigens dankbar inzwischen für jeden Trailer aus Japan, bei dem das Gameplay auch Soundeffekte hat. Why are all of these pits appearing? And who are those people who want to take Ratha for themselves? All I have are questions. If there's worry or doubt in your voice, Ratha will become anxious too. He needs to know that you will protect him Bonds. No matter what. I can sense the flames. Ich glaube, im Easy Ally Stream wird gerade ganz oft Bonds gesagt. The burden of such great power is too much for his body to bear. Was für ein dramatischer Story-Trailer das ist, oder? A voice. Can you hear it? Das wird richtig deep, Chat. Riders can bond with monsters. There we go. Surely you can groove with fellow humans. They have the power of kinship. They're friends. They're monsties. Humans carry the strength of everyone they meet. That makes them strong. Friendship. Taught me that. I believe in the strength of humanity. Bisschen so Samstagmorgen-Feeling, oder? Ja, Monsties, die sagen Monsties, weil das sind ja die Kumpels hier in dem Spiel. Also im ersten Teil habe ich auch schon so ein bisschen was von der Begründung davon mitbekommen. Das ist dann nur in dieser Region so gewesen. Oh, Rise Crossover, of course. Wussten wir das schon, dass das kommt? Hatten wir nicht schon mal sowas gesehen? Oh, guckt mal. Das ist wie Dragonheart. Das ist Dragonheart, das Spiel. Ja, und natürlich. Genau das haben wir doch neulich erst gesehen. Ja. Komm, wie viele Cards habt ihr noch? Komm, noch eine. Ach, schade. Looks pretty epic, right? And how about that announcement? The canine companion Palamute from Monster Hunter Rise will be joining Monster Hunter. Ja, nur Kreis, ich mochte den ersten Dragonheart als Kind auch sehr gern und dann habe ich ihn als Erwachsener noch mal geguckt. Soon after the game's release. You can get an early peek at the game with the Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin trial version starting on June 25th, which also carries your progress over to the full game release just a few weeks later on July 9th. That's not the only way to join the hunt. Millions of you made Monster Hunter Rise a huge success earlier this year. And we have even more content coming, including a new collaboration on the rise. Let's find out more. Nein, also noch ein Crossover. This is for my fellow hunters. Die Collab mit sich selbst. Is no runt. Moon's blessing emerge. Get ready. I have a good feeling. Ja gut, das ergibt ja einfach Sinn. Also ich staune ehrlich gesagt, dass sie hier so viel Zeit drauf verwenden. Dieser konstante Stilwechsel ist gerade ein bisschen viel. Wobei, das wäre geil, wenn du in Monster Hunter Rise einen Knopf bekommst, um auf den Stil zu wechseln von Stories und andersrum. Ja genau, ein paar Quests und Skins und Palico und so. Oh stimmt, Recruiter, ist die PC-Version ist noch gar nicht offiziell angekündigt, ne? Wir wissen einfach nur, dass es kommt. Oder war das schon offiziell? Oh, der Pinguin! Habt ihr den Pinguin gesehen? Oh mein Gott. Zeig den Pinguin nochmal. Damn it.
Also ich meine, Post-Release-Support können sie ja. There has never been a better time to be a Monster Hunter fan. With all the new updates to Monster Hunter Rise and the launch of Monster Hunter Stories 2 this summer. We can't wait to hear about your own stories of adventure. Aber was richtig Aufregendes hat man jetzt noch nicht. That's not the only thing Capcom has in store for us this July. Fans of Phoenix Wright will have new chapters to explore with the release of the Great Ace Attorney Chronicles. North American and European future attorneys will finally be able to get their hands on the Great Ace Attorney. Das heißt Future Attorney. And the Great Ace Attorney 2 Resolve, which were previously only available in Japan. You'll travel back in time to the late 19th century Japan and London to play as Ryunosuke Naruhodo, Phoenix Wright's ancestor, Naruhodo. In this action-packed prequel. Now, let's hear more about the story. Von Shu Takumi? So then, let us unravel this mystery. Welcome. Who's Herlock? To the center of the world. Great Give me Herlock. Mighty capital, London. This country is incredible. London. I will become a lawyer. I have to. We'll become a bloody lawyer. I'm going to show him. So then, let us unravel this mystery and discover what events led to this curious murder. Who are you? Mr. Sholmes. Herlock Sholmes. You must have heard of me. We must solve this case, Naruhodo-san. Let us engage in the art of deduction, Mr. Naruhodo. Es ist so ein hübsches Spiel. Well, what have we here? Die Musik auch, Leute. It would seem the truth is now tantalizingly close. The defense. Wie gut die immer noch mit ihren Posen sind, selbst in diesem 3D-Look. Was? Objection. Your testimony completely contradicts the facts. So ein Fan von allen Charakterdesigns, die wir hier sehen. Oh, wie sein Toupet hochgeflogen ist. My lord, with all due respect, this is an outrage. Stimmt, ich brauche eigentlich ein neues Kostüm hierfür. Brauche ein historisches Naruhodo-Kostüm. You're the best lawyer in the world. Das war jetzt aber einfach nur noch ein Trailer. Also ich glaube, es ist wirklich diese Art von Show. And 8 Mini-Escapades, where you can take on the role of a defense attorney. Now, we all want to see some gameplay, right? Let's take a closer first look at two gameplay features new to the franchise in the Great Ace Attorney Chronicles. Okay. Dance of Deduction and Summation Examination. Sie ist so sehr enthusiastisch, sagen wir so. Capcom's marketing brand manager for the Great Ace Attorney Chronicles. So this is the capital of Great Britain. Where to? The Supreme Court in Whitehall, if you wouldn't mind. The Capcom team is thrilled to present two new gameplay features, Dance of Deduction and Summation Examination, coming to the Ace Attorney series. Beides klingt automatisch super Ace Attorney. Dance of Deduction hervorragend. While investigating to prove your clients die sind halt immer ein bisschen hit or miss, diese gimmick features that require further examination with the help of Ryunosuke's legal aid Suzato and the brilliance of deduction from Detective Herlock. Okay, das voicen sie dann jetzt auch nicht mal für den Trailer. Herlock will proceed to present his logic and reasoning spectacular. A grandiose, yet flawed, series of conjectures. Also das ist ja einfach nur ein bisschen das, was wir im Court machen, nur halt außerhalb des Courts. What a pair of shears. Falls Mats und ich das mal auf Englisch spielen sollten, wird das ein schöner Test von unseren britischen Akzenten. Revolutionary villain. Oh, ich kann es nicht schnell genug lesen. You cannot fail to observe. The subject of the article possesses an extremely... Oh, goddammit. Bloody hell. Having noted the article yourself, you decided to remove your incriminating facial hair before it gave any... Shit. Bin zu langsam. Mein Akzent ist zu langsam. Conclusion. A revolutionary on the run. Ryunosuke and Susato will then discuss to correct the flaws in Herlock's deductions. Huge.
At this point, players will be prompted to search for clues that help identify the errors in the detective's logic and reveal the truth to the mystery. Ich hab da so Bock drauf. Was the code buttons? As players present new evidence and observations, Herlock will amend his deductions based on the new information. Upon uncovering the truth, Ryunosuke and Herlock enter into a semi-metaphorical, semi-literal dance that brings them to the conclusion of the dance of deduction. Semi-metaphorical, semi-literal dance und dann mit den Scheinwerferlichtern. Das ist schon schön. Ah, dicke Verkleidung. Ach, das haben sie jetzt an der Locke dann erfahren, oder was? Der Twist. Elementary. In courtroom battles, players will attempt to convince six jurors of the innocence of their client. Their progress will be displayed and represented by two scales of justice, one black, representing a guilty verdict, and one white, representing a not guilty verdict. Objection! In summation examination, take the stand to face off against the jurors, all of whom provide explanations as to why they've reached their guilty verdict. Ich hab schon direkt Lust, die alle zu sprechen, Chad. You'll have to identify conflicting statements and sway the jury in your favor. Examine each statement carefully and select two contradicting jurors to call out the flaws in their logic. Klingt auch ein bisschen stressig. Oh, die Musik gerade. Objection! Das Objection-Theme eingewoben. Amazing. Compels. You ready to provide evidence from the court record to help prove the contradiction in their claims? When you successfully point out one of these contradictions among the jurors, you might just change their minds, too. With a slam of their fist, each juror you persuade will send a fiery ball towards the scales above and literally tip the scales of justice in your favor. Yeah, bring each contradiction tatsächlich, to light, literally. Persuade the jury to help prove your client's innocence. Begging your pardon? Das ist so schön dumm. With all due respect, this is an outrage. Oh, this wir has sind just been ein a small wegschmeiß. Taste. The exciting new gameplay features in the Great Ace Attorney. Es ist halt natürlich für so eine Gameplay Demo nicht das beste Spiel, wenn der Text nicht gesprochen wird und man selber mitlesen muss. It already seems like I have a Aber da bin ich all in. There are some Keine große Überraschung. And titles to look forward to. Well, that's a look at the new premieres from Capcom. But what about esports? Let's close out today's showcase with a few What words about from two esports? Of the stars of Capcom Fighters, Rob TV and Vicious. They'll tell us what's been going on with ja, Capcom glaube, esports, wirklich nicht mehr, including Chad. Updates on the Capcom Pro Tour, Intel World Open, Street Fighter League, and all the other content on Capcom Fighters. Over to you guys. Muss ich noch nachholen, Selenaya. Bisher nur ausschnittsweise gesehen. Welcome to the Capcom Esports presentation for E3 2021. My name is Vicious, commentator for the Capcom Pro Tour as well as Street Fighter League, here with competitive Street Fighter 5 player and host Okay, ist das jetzt wirklich ein komplett Rob TV. Neues Segment? Oh my goodness, Vicious, host extraordinaire. That just sounds beautiful. It has a ring to it, and I think that's the perfect word to describe what we have for everyone today. Street Fighter 5, Capcom E3. It just feels right, and you feel the electricity in the air. Nice. No. Ja, genau, eine eigene Präsi. Ich frage mich auch, ist das jetzt was Kurzes oder was Langes? People at home, Vicious, who don't fully know what competitive Street Fighter 5 is. The long and the short of it is this. We travel all around the world, state to state, country to country, and we try to bring our opponent's life bar from 100 all the way down to zero and feel pretty goddamn good doing it. That's right, Rob. If you think you're the best in your region,
Sign up. Noch mehr hiervon, bitte, Capcom. Noch mehr hiervon. The double perfect, the way he looked at the camera. Yikes! Don't ever expect another man's controller. So in this year's CPT overall, it's a series of tournaments that have $5,000 on the line for each tournament. But that money alone, that's not the big thing. Dragon's Dogma kommt noch, Chat. Nächstes Jahr. Making it to the granddaddy of them all. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr Dragon's Dogma und Dino Crisis. So behind me you can see in all of its glory the Capcom Pro Tour 2021 official stage and set, and that's a place that you are very very familiar with. That's right, we take all of our events and broadcast it live from this stage. Bestimmt, Pragmata gab's ja auch noch. Ich habe Pragmata schon wieder vergessen, Chat. Capcom Pro Tour has shaped up a lot. Wir wissen ja auch noch nicht so richtig, was das ist. Going on in the Capcom Pro Tour, spanning ich glaube, das hier ist gleich vorbei, Lucrezia. So there's so many opportunities for players from around the world to get that ticket into Capcom Cup this season. I'm absolutely excited because again, that is a big change from what 2020 was into what we could expect for 2021. And Mago is your first qualifier for Japan for the Capcom Pro Tour. Not only can you catch the Capcom Pro Tour live on the Capcom Fighters channel, you can do so. Ich hätte halt gedacht, wenn sie diesen Kram hier zeigen, dann halt in Verbindung nochmal mit irgendeinem DLC Update auch für Street Fighter irgendwie nochmal einen Charakter oder sowas. To become a successful Street Fighter 5 player, as well as catching some of the community focused content that we have on Capcom Fighters. We have No Neutral, the official pre-show of the Capcom. Weil ich verstehe den Sinn, ich würde den Sinn dieses Events verstehen, wenn es wirklich signifikanten DLC zum Beispiel gäbe für Resident Evil Village oder sowas. Oder signifikante neue News zu den anderen Titeln. Aber im Wesentlichen sind es, hier sind ein paar neue Trailer für die Spiele, die wir bereits angekündigt haben. Und die Aussage, dass es DLC für Resident Evil Village geben wird. Aber das ist ja auch keine Überraschung. It's Oki time. What's gonna happen? Nice. He checks it. Sie haben es aber fairerweise auch nicht überhyped. Also sie haben genau gesagt, was hier drin ist. It's so good. Let's not forget, the Intel World opening is happening right now. Top players representing 11 regions around the world are competing for their place. Ja, genau, in the hallo. World also finals happening next month. Be sure to check out the official website. Sehe ich im Wesentlichen genauso. Wäre jetzt nicht schlimm gewesen, wenn wir das nicht geschaut hätten, aber ich habe mich einfach gefreut, Great Ace Attorney zu sehen und diesen Suit nochmal anzuziehen. You do not want to miss this. I highly recommend everyone to stay tuned for future Capcom Pro Tour updates on the Capcom Fighters channel. And again, we've had so many events so far. We started off with the Japan region. We've had a couple of more events going on afterwards. Ich habe schon so lange nicht mehr so richtig Street Fighter gespielt, Chat. Dabei ist ja jetzt Rose drin und Rose war mein Lieblingscharakter in Street Fighter 4. 100%. I mean, of course your boy und Rose sieht tatsächlich richtig spaßig aus in Street Fighter 5. Auch wenn ich ihren optischen Stil mehr mochte in Teil 4. Und das kriegt ja richtigen Rival Schools Crossover. Oder hat's schon? Ich bin tatsächlich so out of the loop. Noch mehr Fighting Games, wo du uns zerstören willst. Nee, nicht in Street Fighter. Da müsste ich ein bisschen mehr üben. I told you it's gonna go to the limit, and I ain't lying to the people. This is the ultimate Street Fighter 5 experience. This. Ja, Capcom sollen mal Capcom Versus machen. Einfach nur Capcom Versus sich selbst. Sie haben genug Franchises oder neues Rival Schools. It's been a really exciting oder halt wirklich so far, and I Star Gladiator. So, kriegen wir noch ein One Last Thing. Capcom Fighters Twitch and YouTube channels for more information and to watch the latest matches. So that's a wrap for Capcom at E3 this year. Let's recap what we all saw. Resident Evil Village is back with the latest installment of the survival horror experience and RE-verse as part of the franchise's 25th anniversary. We have new adventures to embark on in the world of Monster Hunter with Monster Hunter Stories 2. Das wäre eigentlich eine sehr schöne Präsentationsidee, hier jetzt etwas Falsches zu sagen und dann kommt ein Ace Attorney Charakter rein. Beg your pardon? There has been a contradiction. Finally, don't miss out on the Esports Club. Make sure you catch the latest matches with Capcom Fighters. There really is something for everyone here today. But don't go anywhere yet.
Join the conversation on Twitter and make sure you check out the Capcom virtual booth on the E3 portal to watch all these videos again and more. I'm Rachel Querico, aka Seltzer. Nee, das war's. Thank you for being part of the Capcom experience at E3 this year. Ja, die Capcom Experience war überschaubar, würde ich sagen. Chat, das war's tatsächlich. Ich glaube nicht, dass Capcom hier noch in den Credits irgendwas versteckt. Das können wir ja nochmal auslaufen lassen hier. Das war wenig, ja. Also einen Recap dazu zu machen, finde ich aber sehr lustig. Und einfach eine Texttafel, warte mal. Ich will nochmal die Texttafel sehen. Oh, dieser langsame Reveal. Da hat sich ein Editor hingesetzt und gesagt, und dem wurde gesagt, das müssen wir jetzt dramatisch machen. Guck doch mal. Da hat jemand in 2 Minuten noch dieses Ding gebaut und gesagt, ja, wir brauchen, Jim, wir brauchen noch einen Trailer. Jim, du hast 2 Tage, uns einen CG-Trailer zu bauen. Leute, so funktioniert CG nicht. Nicht mal eine passende Schriftart oder so. Ja, ist vollkommen richtig. Es wirkt wie die Standardschriftart, die automatisch drin ist bei Premiere. Und auch nicht mal einen Hauch einer Information zu diesem DLC. Es ist einfach nur additional DLC. Unfassbar. Also das verstehe ich wirklich gar nicht. Das hier wiederum lasse ich jetzt einfach noch ein bisschen im Hintergrund laufen, während ich mich von euch verabschiede. Chat, beziehungsweise eine Sache will ich noch kurz checken. Wartet mal. Wir gehen noch mal auf den offiziellen Account von Stranger of Paradise. Nee. Der letzte Tweet von Stranger of Paradise ist immer noch: We are aware of the issues being experienced while trying to download and play Stranger of Paradise. Übrigens, diese Formulierung finde ich auch lustig. Issues being experienced. Es funktioniert ja einfach gar nicht. Es ist eine krasse Untertreibung. Ach Mensch. Na gut, Chat. Das soll es gewesen sein. Wie gesagt, wir sind morgen wieder online um 18 Uhr mit der Nintendo Direct. Potenziell mit einem neuen Switch-Modell, potenziell mit mehr Zelda, mehr Splatoon und was weiß ich, was nicht noch alles kommen kann. Ich hoffe ein paar richtige Überraschungen. Ich hoffe auf richtige Überraschungen. Denn wir hatten zwar ein paar auf der E3 bisher, aber Nintendo ist eigentlich immer ganz gut darin, nochmal reinzuhauen. Irgendwie nochmal Monolith mit dem Killer-Ding, ja, Metroid zum Beispiel. Aber ich glaube, auch da hilft es, die Erwartungen in Schach zu halten. Ich bin mir ziemlich sicher zum Beispiel, dass Dragon's Dogma 2 nicht morgen angekündigt wird. Ziemlich sicher. Es sei denn, die Nintendo Switch Pro oder wie auch immer sie heißt, ist sehr viel stärker, als wir alle glauben. Neuer Zelda-Trailer und ich bin happy, ja. Sehe ich im Wesentlichen genauso. Oh, Sam, das ist eine sehr gute Idee. Schaut das Ace Attorney Let's Play von Mats und mir. Falls ihr nicht wisst, worüber wir reden, Mats und ich haben mal zusammen in dieser Kostümierung 2 Let's Plays sogar schon gemacht zu Ace Attorney, nämlich zum ersten Teil und zum zweiten Teil. Und wir hoffen, den dritten Teil zu spielen, sowie wir wieder regulär im Studio aufnehmen können, was demnächst sein sollte, sodass wir das hoffentlich alles noch in diesem Jahr hinbekommen. Aber das soll keine offizielle Ankündigung sein, Chat. Ich weiß noch nicht, wann und wie und wo genau das passiert. Beziehungsweise wo genau, weiß ich sehr wohl. Na gut. Das soll es dann gewesen sein. Ich richte hier mal den Outro-Screen für euch ein. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, Chat. Vielen Dank, dass ihr mir hier Gesellschaft geleistet habt. Ich hatte trotzdem Spaß daran. Es ist so ziemlich genau das geworden, womit ich gerechnet habe. Eigentlich sogar ein bisschen weniger, weil diese DLC-Nummer von, die nehme ich Capcom ein bisschen übel. Low Expectation ist einfach generell ein guter Grundsatz, ja. Vor allem in
einem Jahr, das mit Folgen von Covid und so umgehen muss. Ich bin sehr gespannt, wie es in einem Jahr aussehen wird, Chat. Ich hoffe, da sitzen wir wieder alle zusammen im Studio. Also nicht ihr alle, sondern ne, ihr wisst schon. Und da haben wir wieder unsere regulären E3-Feste. Gut, das soll es gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für eure Abos, vielen Dank für euren Support auf Patreon und Steady. Das macht Hooked überhaupt erst möglich in dieser Form. Und wir sind da wahnsinnig dankbar für. Ich freue mich schon sehr auf morgen auf Nintendo. Da habe ich tatsächlich noch ein bisschen Hype. Um nicht zu sagen, sogar ein bisschen mehr Hype. Und ich hoffe ja auch. Also dann, euch jetzt schon mal eine gute Nacht. Und wir sehen uns morgen. Bis denn. Tschüssi.